Ich soll die Nachricht von der Beschneidung Halil Keskins überbringen. Sie sind eingeladen. So Gott will, kommen wir. Für die nach islamischer Tradition lebenden Menschen der Türkei ist die Beschneidung der Jungen, Sünnet genannt, neben der Hochzeit das wichtigste Fest. Für die Familien geht es dabei auch um ihr Ansehen im Dorf. Je aufwendiger und größer das Fest, desto mehr Achtung wird der Familie entgegengebracht. Ich bereite jetzt für die Beschneidung eine Salbe vor, die aus Vaseline, Dermatol und Rivanol besteht. Dieses Mittel trage ich auf die beschnittene Stelle auf. Es bleibt 24 Stunden auf der Wunde, um Infektionen vorzubeugen und damit sich keine Narbe bildet. Die Hochzeiten und Beschneidungen werden mit Musik gemacht. Oft kommen Leute zu mir und sagen, sie brauchen Musiker für ihr Fest. Dann vergehen 3 bis 5 Tage, dann kommen sie wieder und sagen, sie hätten sich anders entschieden und wollten lieber eine Gebetszeremonie machen. Hier wird das Fest in vollen Zügen genossen. In den Nachbardörfern hat durch den Einfluss der Islamisten schon seit 2 Jahren keine Beschneidung mehr mit Musik stattgefunden. Eine Woche vor dem Fest fahren die Familien in die nächste große Stadt nach Manavgat, um dort notwendige Einkäufe zu erledigen und um den Beschneider zu bestellen. Drei Tage vor dem Fest geht Halils Vater zu einem Nachbarn, um ein Opfertier zu kaufen. Denn Blut muss fließen, soll das Fest gelingen. Bruder, ich brauche ein Opfertier. Ja, gerne. Es soll ein kräftiger Bock sein. Am Morgen des ersten Festtages wird das Opfer vor den Füßen des Patenonkels geschlachtet. Das Tieropfer ist bei besonderen Anlässen in der ganzen islamischen Welt üblich. Früher bauten wir Zelte mit 4 Stangen. Wir brachten den Jungen mit Musikbegleitung dahin und schmückten ihn wie eine Braut. Wir hängten ihm auch Gold um. Die Beschneider waren wir selbst, nahmen eine Rasierklinge und schnitten die Vorhaut ab. Nach der Beschneidung blutet die Stelle. Dann nahmen wir Salz. Wenn du Salz draufpackst, dann schreit das Kind. Eine Decke wird über den Jungen gezogen, um ihn vor der Sonne und neugierigen Blicken zu schützen. Mit einem speziellen Topf, dem Tescht, wird Geld für den Beschneider gesammelt. Bir şey değişmedi. Ne değişti? Hiçbir şey değişmedi.